In Nürnberg befindet sich in dieser Woche der Treffpunkt für die Community der Elektronikfertigung. Die SMT Connect ist die einzige Messe in Europa, die Technologien aus den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Anwendung mikroelektronischer Systeme zusammenbringt. Zahlreiche Neuheiten und Trends werden dem Besucher auf der Messe präsentiert. Eines der Highlights mit Sicherheit der vollautomatische Wareneingangsprüfer, ein Roboter, der zukünftig erforderliche Prozesse beim Wareneingang und der Qualitätsprüfung erleichtern, beschleunigen und sicherer machen wird. Alle elektronikproduzierenden Betriebe haben im Prinzip das Problem, dass Ware, die angeliefert wird, erstmal kontrolliert werden muss. Ist das richtige Bauteil geliefert worden? Passt es zur Bestellung? Passt es zu den elektrischen Spezifikationen? Und das übernimmt unser Wareneingangsscanner im Hintergrund. Es werden alle Informationen der Bauteilrolle vollkommen sicher ausgelesen und eine Umlabelung passiert im Prinzip, dass ein neues Etikett aufgebracht wird, die Rolle einheitlich gemacht wird, eine Unique ID wird aufgebracht, die dann durch die ganzen Fertigungsschritte verwendet werden kann, um Rückverfolgbarkeit wirklich möglich zu machen. Und das ist in den vergangenen Jahren manuell passiert und hier dieses Jahr zum allerersten Mal durch Roboter in einer automatisierten Art und Weise. Die fortschreitende Automatisierung ist auch in den anderen Bereichen stark in den Vordergrund gerückt auf der Branchenmesse und somit auch weiterhin richtungsweisend. Durch das automatisierte System ist es halt so, dass noch weniger Fehler gemacht werden, die Rückverfolgbarkeit wird noch lückenloser. Und Prozesszeiten werden natürlich auch gespart, was nicht bedeutet, dass Personal irgendwo entlassen werden muss, sondern vorhandenes Personal kann anderweitig eingesetzt werden, um den Prozess noch smarter zu machen, noch effizienter zu machen und auch Mitarbeiter wirklich in Prozesse zu integrieren, wo der Mensch wirklich noch als solcher gefordert ist.